Wir sind auf dem Münsterplatz mit einem riesengroßen Riesenrad und natürlich auch ganz viel Stand um uns herum. Und wir haben eine Mitarbeiterin, die ist schon das ganze Wochenende an der Herbstmesse gesehen, aber irgendwie hat es keiner von ihren Arbeitenden geschafft. Keiner von ihren Arbeitenden hat es geschafft, ihr wirklich einen tollen Preis zu erschießen beim Büchsenschießen oder beim Entlefischen oder beim normalen Querschießen. Und darum haben wir gefunden, der Andi, der jetzt hinter der Kamera steht, und ich, der Nathan, es wird Zeit, dass wir jetzt, liebe Mira, endlich mal einen richtigen Preis gewinnen. Wir haben gedacht, wir fangen mal mit etwas Ruhigerem an, darum gehen wir jetzt zum Entlefischstand. Alles hart, nur die grossen Dinge noch. Oh, scheisse. Nein, das ist gut. Ich nehme den. Das Entenfischen haben wir schon mal hinter uns und ich finde, es hat sich gelohnt. Jetzt gehen wir aber über zu einem nächsten traditionellen, hey, Herbstmesssport, Büchsenschiessen. Und jetzt kommen wir zur Königsdisziplin, dem klassischen Schießen. Kann sich hier entscheiden, wer das Herz von der Mira erobern kann? Wir werden es sehen. Drei Stände, drei verschiedene Arten zum Preisen gewinnen an der Messe und ich bin ehrlich gesagt recht zufrieden mit meinem Gewinn. Holen wir mal den Andi rein mit deiner Ausbeute. Wie zufrieden bist du? Ich finde es super, ich bin vor allem in den Haas, den ich der Mira will geben, verliebt eigentlich. Eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich ihn kann geben. Jetzt wollen wir mal schauen, ob Mira überhaupt Freude hat an den Sachen, die wir für sie geholt haben. Mira, kommst du mal bitte? Also das ist einmal mies. So. Mira weit gewonnen. Die Mira war scheinbar nicht zufrieden mit unserer Arbeit an der Herbstmessstand. Aber ich würde sagen, doch. Wir haben an den drei Ständen, wo wir jetzt gesehen sind, beim Entlefischen, beim Büchsenwerfen und beim Schießen, doch einen sehr anständigen Preis bekommen. Also von dem her, man kann sein Glück gerne versuchen.